dann alle da draußen. Ja, und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist wieder Konsumon, so mit Terraria Adventure Map Miniland in Farbe und Bunt, liebe Genossen. So, wir sind jetzt hier, haben unseren Scheiß alles abgelegt. Und ich, nicht ruhig. Ich habe jetzt vor, noch ein bisschen Gold zu ernten, abzubauen, damit man uns auch noch die Hose machen kann. Ja, jetzt sagen viele, ja, warum ziehst du nicht schon die anderen zwei Sachen, Goldsachen an? Damit hättest du doch schon viel mehr Verteidigung jetzt, als diese billige Bronze-Armor. Ja, das stimmt. Aber ich will dann schon lieber die Hose fertig machen. Und dann alles gesamt anziehen. Ich habe jetzt eh schon, wenn ich ehrlich bin, ziemlich viel übersprungen. Eigentlich wollte ich mir die Goldspitzhacke machen, eigentlich wollte ich mir dann eine Eisenarmor, hab gesagt, oh, eine Silberarmor wäre natürlich auch geil. Und jetzt habe ich mir direkt fast eine Goldarmor gemacht. Also ist irgendwie so ein bisschen, naja. Aber dann sind wir ja mit den Anfangssachen hier. Haben wir dann schon die beste Armor, haben dann die beste Spitzhacke und dann müssen wir nämlich die ganze Silber und so weiter auch nicht mehr abbauen. Ich habe das jetzt mal trotzdem abgebaut, falls ich mir jetzt, ich mache mir glaube ich wahrscheinlich auch gleich noch ein Silberschwert. Damit ich wenigstens im Nahkampf besser geschützt bin. Und wir uns wenigstens irgendwo mal ein bisschen verteidigen können. Komm, stirb, Skelett. Ich baue dir noch was ab, aber egal, stirb. Dankeschön. Oh Leute. Alter, ich habe einen Haken gekriegt. Bam, wir können uns da so einen scheiß Greifhaken bauen. Nice. Weißt du, wie das heißt? Das heißt, nice. So, Leuchtstäbchen. Ja, drei Leuchtstäbchen gekriegt. Ist auch immer gut. Hier können wir sehen, was hier für ein Scheiß drunter ist. Aber es ist echt nice. Muss schon sagen. So, ein bisschen Silbererz ist auch immer ganz gut. Auch wenn wir es dann wahrscheinlich nicht mehr so dringend brauchen. Aber naja, egal. Vielleicht nachher, wenn wir 50 Bahnen haben, können wir es auch gut verticken. Was mir einfällt, Geld. Muss ich auch noch in die Schatztruhe tun. Das vergesse ich beim anderen Let's Play immer. Aber hier mache ich es jetzt ordentlich. So. Ja, weil das wäre ja zu schade, fast drei Goldcoins zu versemmeln. Das wäre sogar sehr, sehr schade. So, den Haken, den tun wir aber gerade mal hier rein. Den muss ich jetzt nicht unbedingt da mitschleppen. Aber es ist natürlich geil, dass wir ihn gekriegt haben. Und was mir gerade einfällt, warum kämpfe ich nicht hier mit meinem geilen Bumerang? Der Bumerang ist echt geil. Ja, Schleimami, geh da runter. Oh nein. Ah, geh weg, Mann. Ich zocke wenigstens mehr. So. Und aus diesen geilen Äpfeln hier können, Äpfeln da schon, Pilzen hier, können wir auch bessere Heiltränke machen. Hunderte Heiltränke. Sehr bald brauchen und unsere Schatztruhen. Aber wir lesen jetzt erstmal das Schild. Ah, I love this place, don't ya? Nö. Ich finde die Pilzwelt jetzt nicht so unbrowned. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber wir haben wenigstens eine Schatztruhe gefunden und haben noch zwei goldene Schlüssel. In der Hoffnung, dass da was richtig Geiles drin ist. Ein magischer Spiegel. Bam, Leute. Bam. Und wieder sechs Dings. Okay. Dann magischer Spiegel auch nicht mehr. Weißt du was? Ich kann auch Silber, auch den Silberhammer und den ganzen Scheiß mal langsam machen. Und die Silberaxt. Und ja, genau den Scheiß mache ich mir da raus. Dann baue ich damit auch schneller ab. Jedenfalls die Bronze. Oh, bei mir wird es langsam. Den bauen wir auch noch ab. Wird es dunkel bei mir. Die Sonne verschwindet draußen. Haben wir gleich schon 8 Uhr. Und ja, wir nehmen hier noch die paar grünen Pilze mit. Ach stimmt, wir haben ja jetzt Cloud in the Bottle. Also Wolke in der Flasche. Ich sag immer die englischen Begriffe, das wisst ihr ja mittlerweile. So. HP habe ich auch mittlerweile schon gut. Wenn ich mal ehrlich bin. So, die Höllenfledermaus, die töten wir jetzt auch noch. Ey, ich frage mich echt, wie groß diese Map noch ist. Die ist ja jetzt schon riesengroß. Skelett. Hier. Stirb einfach. Also wir sind jetzt nämlich schon in Richtung Hölle hier, wie du merkst. Oder wie ihr merkt. Oder wie ich merke. Boah, wie geil, da ist ein Haken drin. Tja, lieber Schätzlein, den habe ich schon längst.
Den Haken, den habe ich jetzt schon vorher gehabt. Aber jetzt haben wir ihn auch offiziell gekriegt. Gott. So, 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 so. Wenn ihr irgendwelche Adventure Maps für PC kennt, die ihr richtig, richtig geil findet, also so richtig geil, von Terraria natürlich, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Weil, ich habe auch mal überlegt, am PC jetzt doch mal Let's Play aufzunehmen, weil jetzt bald diesen Monat das riesengroße Terraria, Terraria... Ach, eine Höhlenfilm. Ach so, deswegen sind die so stark. Das Terraria-Update für PC kommt, was 1000 neue Items oder so ein Scheiß haben wird und so richtig fett wird. Und das würde ich auch gerne Let's Playen, weil ich habe momentan voll die Terraria-Sucht, ja. Und wenn das für die Konsole nicht rauskommt, ist das natürlich scheiße. So. Jetzt haben wir nur ein Problem hier. Jetzt haben wir gerade echt ein Problem. Mit der Höllenfledermaus. Und mit dem Dämon. Der Dämon, der ist gerade echt ein Problem. Das bin ich ganz ehrlich. Ich sag nur 8! Scheiße. Okay, Leute. Wir haben ein leichtes Problem hier. Also wäre schlimm, wir bringen uns einfach jetzt hier wieder runter und gehen hier außen wieder hoch. Das wird jetzt gerade was. Ach scheiße. Stimmt, man konnte ja nicht durchgehen. Oh mein Gott, sind die stark. Oh nein. Oh nein, bleib weg, wo du da bist. Bleib ruhig da, da kannst du hocken bleiben, bis du schwarz wirst. Ich gehe dir mal in eine andere Richtung, weil mir das doch langsam etwas zu heikel wird, ohne eine gescheite Rüstung und eine Waffe hier zu überleben. So. Und gehen jetzt mal gerade hier runter. Ich glaube, ich hätte mir lieber die Goldspitzhacke vorher machen sollen, oder? Die lieben Leute. Ich gehe jetzt eh gleich mal zur Hauptoberfläche und. Au! Kleiner. Geh da rein. Geh da rein, du bist behindert, Skelett. Ich hasse dich. So. Jetzt kommt die geile Steuerung. Wie bin ich? Ich muss hier hüpfen, mit dem Skelett synchron hüpfen, um es zu töten. Super. So, bevor das nochmal passiert. Nicht nochmal passiert. Oh nein, das gefällt mir gerade gar nicht. Da unten ist eine Schatztruhe, das seht ihr alle richtig. Und ich bin jetzt ein richtiges Arschloch und mache jetzt einen scheiß Trick. Scheiße, ich habe meine Bomben nicht dabei. Ja, jetzt haben wir ein leichtes Problem. Achso, der ist ja ziemlich schwach, okay. Oh yeah. Oh yeah, lieben Leute, habt ihr gesehen, wie viel Gold dabei war? Oh, das gefällt mir gut. Oh, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sogar außerordentlich gut. Ja, bau mal die Goldschatztruhe ab, das wäre sehr cool. So. The best snipers. So. Warum ist auch ein Goldfisch gestorben? Mein Beileid. So, jetzt hier schnell wieder hoch. Ich will. Das finde ich irgendwie scheiße. Oh, das Gold. Ey, du bist behindert. Ich hasse dich. Ey, das finde ich gerade echt nicht cool, Mann. Dass dieser scheiß Dämon, dann ist das doch so ein Erzdämon, ja, der sogar mir halt meinem Hardcore-Charakter Schaden zufügen kann, ja. Und so ein Weg. So, ein bisschen Voodoo-Dämon, damit können wir dann schon die Wall of Flesh, also die sogenannte Fleischwand, besiegen. Oder rufen, eher gesagt. Ja, es ist total toll. Und das. Oh! Oh! Glück gehabt. So, jetzt müssen wir, dann müssen wir hier raus halt. Und müssen wir irgendwie rum machen. Wir müssen nur in unser Haus kommen. Oh! Oh! Verpiss dich. Ganz ehrlich, verpiss dich.
Ich will keinen mehr. Nein. Schnell. Schnell. Geld rein. Und schnell. Kiste. Hier hin. Und alles rein. Außerdem mag ich einen Spiegel, den nehme ich mit. Und das nehme ich auch mit. Und das nehme ich auch mit. Okay. Wir gehen jetzt wieder an die Oberfläche. Zu unserem Hauptgebäude. Wo wir jetzt mal schön alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Top. Werkbank. Das Eisenamboss. Und das Sägewerk. Da haben wir auch noch 5 Gold. Das sind schon 6, 17 Gold. 21 Eisenbahn. Nimm einfach mal alles mit. Was haben wir jetzt hier für einen Scheiß? Das brauchen wir nicht. 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 Gut. Rest ist alles gut. Können wir da noch alles looten? Was brauchen wir davon nicht mehr? Sandblöcke brauchen wir nicht. Dreck brauchen wir nicht. Dreck 250 brauchen wir auch nicht. 250 Steine brauchen wir auch nicht. So. Der Eisenhautdrang, den finde ich eigentlich noch ganz cool. Wasserblatt brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Amboss und so, das kann man das trotzdem noch mal behalten. Das ist nicht schlecht. Den Eisenhautdrang nehmen wir uns noch mit. Und die nehmen wir uns noch mit. Hier, die grünen. Toba scheiß drauf. Gut, das kann jetzt hier liegen bleiben. Das Ding ist leer geräumt. Okay. Fast ein Knockback. So, meine lieben Leute. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Was ja jetzt momentan... Oh, das darf nicht... Ziemlich schnell geht. Da wir ja das hier machen können. So, wunderbar ist das. So, hier, zack, ne Bam. Runter da. So wird es gemacht. So. Warte mal, kann ich mich hier fallen lassen? Wow. Okay, wir sind jetzt auf der anderen Insel, wo wir gar nicht sein sollten. Die laufen ja auch gerade mal nochmal schnell ab. In der Hoffnung, hier irgendwas zu finden, was richtig geil ist. Naja. Geht. Ein Zombie. Ah! Da ist unsere Wand aus. Wie geil das aussieht hier. Unsere Wand aus. Scheiße, bin ich voll. Ich habe nicht mal was zu heilen. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein Cross-Problem. Da unten ist aber eine Schatzkiste. Nur die Frage ist, ob da was Gutes drin ist. Ich habe nur noch einen Schlüssel. Und das ist schon wieder so eine blaue Drecksding. Super. Ich kann ja bald das Dämonenauge beschwören, also craften, wenn ich diese... Oben ist ein Dämon, Alter. Das heißt, ich kann es ja bald beschwören. Jetzt hat er endlich mal getroffen. Darauf können wir uns dann stärkere Sachen machen, wie diese Meteor-Hammer-Axt, die... Also Meteor-Axt, die 20 Schaden hat. So. Scheiß jetzt gerade mal hier drauf, oder? Oh, meine Entdecker-Seele will aber unbedingt, dass hier alles gesehen wird. Was ist da? Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich könnte jetzt... Wuppa. Okay. Noch mehr Tränke. Tränke sind eigentlich immer ziemlich wichtig. Ich laufe jetzt hier einmal rum. Diese Insel sollten wir eigentlich ja vorher gehen, bevor wir auf die andere gegangen sind. Mir egal, da außen ist wieder irgendwas. Wir erkunden gerade noch schnell den Anfang dieser Insel, dieser neuen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal ein Herzteil finden oder sowas. Kann es sein, dass das Ende der Karte ist? Das
Wenn ich noch einen Schritt weiter laufe, ich sterbe. Oh. Ja. Ich gucke mal auf die Minimap gerade. Da unten ist ein kleiner Raum. Da ist ein Raum. Da, guck, da ist eine goldene Schatztruhe. Da ist eine Schatztruhe. Da ist irgendwas drin. Da auch. Und da. Okay, hier sind kleine Räumchen. Aber das machen wir natürlich im nächsten Part und wird auch für den Part sein. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Wenn ihr es gesagt habt, kommentieren. Wie gesagt, und das wisst ihr alles. Also würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Part, liebe Genossen. Kirdoschka.